Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halte dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Baby, es ist vorbei. Schalter ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft Presents. Ubisoft Montreal Production. Elf Monate später. Den Befehl. Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen? Töte mich, da! Ja. Erinnerst du dich jetzt? Na!
Maurice redet nicht. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar zu Let's Play Watch Dogs. Ja, Watch Dogs ist im Prinzip aus dem Hause Ubisoft ein Story-Game, sag ich mal, in dem man den lieben Aiden Pierce spielt, den wir gerade schon kennengelernt haben. Ich habe einfach mal eben kurz pausiert, erstens, weil ich in die Einstellung wollte und zweitens, damit ich eben kurz die Anmoderation machen kann, weil sich das sonst noch ein bisschen ziehen würde, glaube ich. Wir lassen einfach mal weiterlaufen. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, wir hacken das Telefon. Ups. So, wir sollen den Umkleideraum verlassen, sobald wir bereit sind. Im Prinzip geht es hier ums Hacken, Schießen. Das ist ein bisschen wie GTA. Man sieht, man kann hier verschiedene Sachen hacken. Ich kann hier so einen Profiler aktivieren und alles. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Also ich habe den Multiplayer gespielt, aber ich habe noch nicht die Story durch. Also nicht mal angefangen, glaube ich. Nur bis zu dem Punkt, ab dem man Multiplayer spielen kann. Deswegen gehen wir einfach mal aus dem Umkleideraum raus. Oh. Oh. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gegendrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Vorbildlich. Aiden trägt eine Maske. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! So, wir sollen in Deckung gehen, okay. An der Polizei vorbeischleichen sollen wir uns. Ne? Das ist doch schon mal was. Ich weiß gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich das Ganze gerade spiele. Ich glaube Mitte. So, da ist schon mal Polizei. Hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Wie gehe ich denn da jetzt am besten dran vorbei? Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie die anderen versauen? Scheinbar. Wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spuren. Sichern Sie Ihre Stellung. Die Spurensicherung. Alles klar. Stimmt doch irgendwas nicht. Aber wir sind auch nah bei Jorge Sanogo, who ended with an outstanding 15-7 record last season. Okay, wir haben scheinbar den Mörder unserer Nichte am Haken. Wir klettern hier mal drüber, kommen wir nicht durch. Dann schauen wir doch mal. So, Profile aktivieren. Und jetzt müssen wir uns hier reinhacken, oder wie sehe ich das? Da ist eine Kamera, da hacken wir uns rein. Da ist eine Kamera. Und jetzt müssen wir da, glaube ich, in die Kamera rein. Kann das sein? Aha. Da ist eine. Da. So, Tür ist entriegelt. So. Dann schleichen wir uns mal weiter von Deckung zu Deckung. Wir sollen natürlich nicht auffallen, ist ja klar. Er bewegt sich nicht.
hat es gesagt. Wir sollen einen Köder benutzen, um Polizisten abzulenken. Ja, das kriegen wir ja hin. Halten Sie Tab, um das Waffenrad zu öffnen. Ah, und da sind dann Köder. Da stellen wir mal einen von her. Und jetzt kann ich den schmeißen, oder was? Und Wurf. Okay. Ah. Haben wir den Polizisten gut abgelenkt, dann schleichen wir uns mal nach da oben. So. Von Deckung zu Deckung. Ist vermutlich nicht. Hey Sie, Sir. Das ist ja, doch kommen Sie scheiße, her. Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße, okay. Der hat doch nichts getan. Zurück. Das Bankkonto, was wir hacken können für Geld. Aha. Ist ja nicht illegal, oder? So, da sollen wir hin. Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Oh. Ja? Hey, yo, Didi, ganz ruhig auf. So, wir schleichen uns gerade durch den VIP-Bereich. Oh, oh. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Wirst du lieben, ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten rausfinden. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Wir sollen den Wachmann mit dem Zugangscode finden und hacken. Das dürfte ja kein Problem sein. Wir sind ja Aiden Pierce. Wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen ja, wo der Frosch die Locken hat. Da ist er. Zack. Und jetzt sollen wir uns ins Stadionnetzwerk reinknacken. Schleichen wir hier mal nach. Oh, hier ist ein Geldautomat. Da können wir noch mal eben kurz ein bisschen Geld holen. Ein Blue Screen. Ja, moin. Zack. Schön die 100er Batzen. Ach, da sollen wir uns reinhacken. Huh. Da müssen wir wieder an die Kamera ran. Und dann knacken wir uns da mal in das Netzwerk rein. Aha. Zack. Und jetzt dürfte gleich ein Stromausfall geschehen. Und zwar jetzt. Licht aus. Das Feuerwerk löst aus. So, da ist der Stromausfall. Alter Schwede. Wow. So, hier sind sie jetzt abgelenkt, so wie ich das sehe. Das heißt, wir können uns hier mal versuchen durchzuschleichen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Haben wir noch einen Köder? Nein, wir können auch keinen herstellen. Das ist schon mal schlecht. Wir können uns hier lang schleichen. Wir müssen hier runter. Hier müssen wir runter. So, und raus. Dann flüchten wir schnell aus dem Stadion. Als wenn es nichts gewesen wäre. Wunderbar. Wo bist du, Jordi? Was? Weg. Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen? Ein Freund von einem Freund, die hat mitgebracht. Okay. Wir sollen uns wohl ein Auto schnappen. Das machen wir doch mal. Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei. Dann hauen wir mal schnellstmöglich ab. Der Strom scheint wiederzukommen. Jawohl. So, wir werden jetzt natürlich gesucht von der Polizei. Ist ja klar. In unseren Händen klebt Blut, sagen wir es mal so. Und da steht auch schon unsere Fahrgelegenheit. Fahren. Ja, wie mein Auto fährt, weiß ich aber. Und jetzt müssen wir vor der Polente fliehen. Wir sind in Position und setzen unsere Suche fort. Oh oh, da kommt uns ein Polentenwagen direkt entgegen. Wir wollen natürlich eigentlich eine Verfolgungsjagd vermeiden.
irgendwann hier mal rein. Hier durch die Seitenstraße durch. Ja gut, hier passen wir natürlich nicht durch. Ah, jetzt. So, und jetzt schnellstmöglich hier weg. Ganz schnell weg. So. Denn die Polizei will natürlich wissen, wer hier den Stromausfall und die Morde zu verursachen hat. Deswegen, da ist die Polizeisperre, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir fahren hier lang. Wir können natürlich auch Ampeln hacken, die dann natürlich grün zeigen und potenziell unsere Verfolger ausschalten können. Aber da wir aktuell nicht verfolgt werden. Ah, jetzt kommt uns ein Wagen entgegen, das darf doch nicht sein. Hühnerkacke. Jetzt fährt er natürlich genau da lang, wo ich lang will, ne? Was ein Spinner. Unten rechts auf dem Radar sind nur die kleinen Vierecke, die blinken. Und das sind Polizisten. Und schon sind wir eigentlich tot, aber entkommen. Das habe ich nicht gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Folter. Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Okay. Dann gehen wir mal in unser Karten und GPS, jederzeit möglich. M, um die Weltkarte zu öffnen, bla bla bla. Kriegen wir alles hin. Ab ins Versteck. Oh, was? Telefon? Telefon ist auf Blume registriert. Wir konnten gerade irgendwen hacken, ich sehe aber nicht mehr wo. Jetzt ist er weg. Schade. Ah, Feierlaub ist abgelaufen. Bankkonto, zack. Nochmal $240. So, und ab ins Versteck. Letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Okay. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkt erhalten. Mit Mausrad den Fähigkeitenbaum öffnen. Ah, es gibt verschiedene Bäume, die man nehmen kann. Okay, soweit habe ich das aber auch noch auf dem Zettel gehabt. Ja, Tore und Garagen hacken wir dann mal, ne? Zurück. Ah, man kann also verschiedene Sachen herstellen. Kampf, hacken und fahren. Okay, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun. So. Akt 1. Am Ende des 8. Mission beendet. Wunderbar. Dann haben wir die erste Mission auch beendet. Gehen Sie schlafen. Neues Missionsziel. Ausruhen. Ruhen Sie sich in Ihren Verstecken aus. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird die Verhandlungsstufe zurückgesetzt. Alles klar. Dann legen wir uns mal pennen. Und gute Nacht. Wecker einstellen. 7 Uhr. Flashback.
Wir sind wohl gequält und an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Aiden ist wohl geplagt von Albträumen. Okay. Neues Missionsziel. Verlassen Sie das Motelzimmer. Gehen wir einfach mal vor die Tür. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Okay, okay. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Das würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge zu Watch Dogs 3. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, es mir mit einem Abonnement zu zeigen. Vielen Dank nochmal für den krassen Support aktuell. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß, was auch immer macht, bleibt gesund und bis dahin, tschüss.